Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved bzw. Ark Genesis 2. Dom ist auch immer noch dabei. Und ich soll jetzt mal hier reingucken, sagt er zu mir. Wegen diesen Paradingsbums, ja. Paracea Roundup hast du gesagt, ne? Genau. Trackdown Herd of. Pass. Okay, keine Ahnung. Auch keine Ahnung, was man da machen muss. Ich bin, wie gesagt, den Fußspuren gefolgt, bin zu den Erden hingegangen, die wurden angegriffen. Ja, das musst du ja machen. Normalerweise musst du die ja dann verteidigen. Genau, habe ich gemacht. Und normalerweise dann zu ihrem Platz begleiten. Ja, das Problem ist, nachdem sie da ich glaube, drei Rechse oder so sind das getötet haben, sind die dann noch ein bisschen rumgestopft. 2 Minuten lang, da habe ich halt gewartet. Dann sind sie verschwunden, dann musste ich neue Vorspuren suchen. Das ging, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Und am Ende war dann so, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Was ist hier dieses Ferox-Kall? Keine Ahnung, habe ich auch nichts. Können wir machen, mal. Ja, lass mal auf Gamma versuchen. Da würde ich mal einen Dino rauswerfen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob da ein Dinos dabei ist und da steht zumindest nichts von wegen keine Dinos erlaubt. Komm her, Oma. Dann starte ich die Mission. Ja. Also wenn sie jetzt nicht mitkommen, dann stehen sie ja hier. Und hier ist ja gerade nichts Gefährliches. Bei mir leuchtest du gelb. Ich leuchte gelb? Warum? Also dein Dino leuchtet gelb. Echt? Es gibt nichts, auch. Was so aufregend ist wie eine Jagd. Hä? Ach da, imagine guck mal. Hunting Feroxes. You'll definitely come away from this with new survival skills. Ach guck mal, das ist da hinten. Bist du da schon hin? Another journal entry from the ship's database. Ich hab gewartet. Huh. Wonder who loved this one. Urspuren. Aha! Ach, den müssen wir wahrscheinlich wieder bekriegen. Ich sehe die Spuren, um ehrlich zu sein, manchmal gar nicht. Ich gehe in die Ego. Oh, da ist einer. Hit it hard until it turns and runs. Ich bin runtergeknallt worden. Schon wieder. Die ist auf mich drauf. Bleib an, Mädchen. Keep on its tail. Ah, hast du es auf neutral? Ja, ich hab's jetzt auf neutral. Hatte ich vorher nicht. Falsche Richtung. Ja, ich wollte gerade sagen, die gehen auf einmal in die andere Richtung. Obwohl er in diese Richtung abgehauen ist da hinten. Ja. Noch hinter mir? Ja, alles gut. Mal Raptor. Weg. Oh, ich hab ein Standbild. Da hinten ist der Ferox. Hit it hard until it turns and runs. Er hat mich dieses Mal nicht runtergeklatscht. Deine Katze rennt hinterher. Jetzt steht sie hier hinten. Keep on its tail. Uff, Alter. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin vielleicht gerade sowas von low. Low wegen was? Irgendwas hat mich von dem getroffen, was mir alles an Leben gekostet hat. Und das ist scheiße. Das ist nicht. Ach da. Ja, wo sind die? Gehen die lang bei dir hier oben? Ja. Ja. Drüben ist er.
There's the rest. Take them all down so I can do some field analysis. Da, die machen mal easy Platz. Kann leider nicht. Weil ich hab 84 HP, aber meine Katze. Haben wir schon. Heute 0. Gut gemacht. Alles ich gut. Weiß nicht warum, aber. Du wirst voll umgeklatscht. Was haben wir jetzt denn gerade bekommen? Until predators catch on. Wow. Okay, also die Falltürrahmen aus Lehm, okay. Kann man drüber streiten. Also ich würde die jetzt nochmal machen. Ich würde einfach wieder zurückgehen. Ja. Auf Beta diesmal. Gillihose. Aber ich würde meinen Rex mitnehmen. Nimmst du mich mit? Kommst. Ich glaube, du kommst mit. Ja. Also ich würde auf jeden Fall den Rex von mir mitnehmen und ich würde nochmal kurz in die Base gehen. Mhm. Mich mit meine Katze noch einlegen und schlafen. Dass ich wieder Vollläuf habe. Okay. Weil mit 100 HP hab ich. Irrig. Ich hab den mal von seinem Leid erlöst. Okay. Der war angehittet. Oh. Wer macht denn sowas? Oh, ich häng hier gerade voll. An die Klippe fest. Hochgesprungen. Ne, ich lauf die aus. Hast gesehen, aber das. Okay. Ich lass mal meine Shadow Dame da stehen. Geh kurz hoch. Yay, wir sind wieder zurück. Na gut, die Quest, die ist aber eigentlich ganz gut zu erledigen. Aber zwei Sachen schmeiße ich instant raus. Die brauche ich nicht. Ja, hallo Lex. Meine Katze mautzt gerade. Also eine sehr gute Quest, die man wirklich machen kann. Das ist wie damals mit den Spinos und so, ne? Was wir da für eine Quest hatten bei Gen 1. Genau. Aber ich glaube, damals gab es auch so eine Ferox-Quest, ne? Ja, ich glaube, da war so, dass sie den Ferox beschützen mussten oder so. Echt? Ja. Na egal, ich finde die Mission auf jeden Fall sehr toll. Was ich dieses Mal allerdings auch gut finde, dass du halt so ein Terminal hast, wo du alle Quests drin hast, ne? Letztes Mal hast du dadurch zwar die Map kennengelernt, deine Löwendame ist noch angepfiffen, die läuft hinter dir hinterher. Oh. Mir sind gerade meine Ferox hinterhergelaufen. Echt? Ja, also, ich hab die ganze Zeit Element dabei gehabt. Oh! Nee, das habe ich gleich bei mir in der Base gelassen, damit mein Ferox nicht auf dumme Gedanken kommt. Daran habe ich vielleicht nicht gedacht. Ja, ach. So sind sie eben. Was ist meine Löwendame? Ja, direkt an der Klippe ist die irgendwie hochgelaufen. Was machst du da oben? Warten auf dich, Herrchen, warten. Ja, die hat versucht, da hochzuklettern. Die Gute. Jetzt wird sie deinen Löwen mitnehmen. Deinen Rexy mitnehmen. Rexy! Wuhu! Ja. Nimmst du sie auch trotzdem mit? Ja, ist ja auch noch dann auf Ferox auf Beta. Dann machen wir ohnehin schon weniger. Mhm. Alpha wird richtig hart. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir Alpha. Es gibt nichts, was so aufregend ist wie eine Jagd. Zu zweit machen sollten. Imagine hunting for Ferox. Links rum diesmal. You'll definitely come away from this with new survival skills. Wie macht denn sowas? Meine. Die ist hinter mir. Hui. Die erste Spur.
Ja, ich durfte gerade nicht laufen. Ach so, wie ein Löwen. Ja, die. Alter, was hat die für einen Folgeabstand? Niedrig anscheinend. Oder dadurch, dass sie einfach schneller ist als der Rex. Ich sollte mal auf dich warten, ne? Also ich gehe jetzt ganz langsam nur vor. Oh, hier ist ein Alpha-Rex. Naja, ich glaube halt, wenn ich meinen Rex dabei habe, der macht eh schon gut Damage. Wo ist der Alpha-Rex? Bei mir hier. Da würde ich gerne auch mit reinbeißen. Schon Level für mich. Hit it hard until it turns and runs. Und hier unten bist du. Ja, hier unten ist auch der Ferrock. Ich darf jetzt hier aufsteigen, ja? Danke. Wo muss man lang? Da. Ursprung schon gefunden? Ja, hier. Hit it hard until it turns and runs. Gehen die entlang? Bei dir oben? Mhm. Ach, die habe ich nicht gesehen, deswegen dachte ich, die geht wieder unten entlang. Nee, alles hier oben. Da auf den kleinen Dingen. Aber dass er einen runterschlagen kann. Wie bitte? Dass er einen runterschlagen kann, ist schon heftig. Oh, wie sieht's denn eigentlich vom Leben her aus von den Dinos? Wo ist denn der? Hinter dir. Der ist oben. Nein. Unten. Meine macht mit. Wo fangen die Fußspuren wieder an? Warte. Hab ich doch gerade gesehen. Hä? Mir schwebt das oben in der Luft und sagt dann hier unten irgendwo auf einmal. Hier! Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Nächstes Mal ein bisschen rumgeflogen. Hier hast du noch. Okay, ich würde mal kurz meine Shadow Dame einkrühren. Wieso? Geht sie kaputt? Geht sie kaputt? Ich nicht mehr so ganz viel HP. Oh Scheiße. Wo bist du dann hin? Runter einfach, also an dem Felswand lang. Du siehst mich als gelber Punkt. Ja, weit weg. Nee, so weit ist das nicht. Ah. Oh.
Ja, es war einfach nur die Wand dazwischen, deswegen bist du teilweise aufgeploppt, wieder weg gewesen. Da vorne ist er. Auch wieder einen Müll gekriegt. Ich guck grad mal. Ich hab's grad gar nicht gesehen. Ja. Den hat man schon rausgeworfen. Ja. Achtung, Rex. Ja, die Sättel behalte ich. Die hab ich auch raus. Die waren nicht so sinnvoll. Ja, den. Die Rüstung behalte ich. Die Frage ist: Schaffen wir den auf Alpha? Schwer mit dem, was wir an Dinos haben. Soll ich noch einen Racken? Wie nennt mir danach da? Ich meine, da machen wir ja noch weniger Schaden. Da macht er ja mehr Schaden als wir, ne? Mhm. Aber wir haben es ja gerade schon relativ einfach hingekriegt. Ja. Fand ich jetzt. Ja, nur versuchen wir es und wenn es dann nicht klappt, dann ist mal halt raus. Wir immer noch abbrechen. Genau. Mein Rex hat 516.000 HP. Der sollte einiges tanken können. Meiner hat noch 80. Ne, 807.000 von 816.000. Hab hier noch Fragen? Die sollte auch einiges tanken können. Ja. Wie sieht's wegen der Folge aus bei dir? Ja, okay, machen wir einfach. Die andere war kürzer. Wenn die jetzt länger wird, ist nicht ganz so tragisch. Der Rox. Ich meine, dann hauen wir das jetzt hier einen durch. Ich bin ja froh, wenn ich auch mal ein paar Quests habe, damit ich dann auch mal einen. Wie heißen die? Tex-Geiler? Rider. Oder Rider. Rider. Damit ich so einmal zähmen kann. Füße, 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 Fuß, Fuß. Da oben. Fuß da oben, ja. Gut ist, ich kann einfach geradeaus. Und ich bin somit auch schneller als der Rex. Ich wollte gerade sagen, auch wenn du gefühlt 5 Minuten am Spawn stehen bleiben würdest, würdest du mich trotzdem noch einholen. Gehen geradeaus und die Fußspuren. Früher habe ich das immer gehasst mit diesen Fußspuren sammeln. Wusstest du, was ich vergessen habe? Was denn? Bitte Element mitnehmen sollen. Wieso? Warte mal ganz kurz. Helena, wo bist denn du jetzt? Wieso hast du deinen Ferox dabei? Nö. Wofür brauchst du Element? Für meinen Tech. Für deinen Tech? Für meinen Rex. Ach, wegen dem Sattel. Mhm. Stimmt, ja. Da oben ist er. Wir machen aber gleichbleibenden Schaden dran. What?
Was denn? Was passiert? Ich bin tot. Du bist tot? Aha. Aber du bist noch in der Mission, oder nicht? Nee, bei mir nicht. Dann muss ich die jetzt alle... Bei mir bist du auch nicht... Bei mir bist du auch nicht in der Mission mehr. Also, du bist wahrscheinlich bei dir in der Mission auch angezeigt, aber ich bin nicht mehr drin, deswegen sehe ich das nicht. Scheiße. Rein theoretisch hat sie aber noch genug Leben. Okay, hat mich wieder runtergehauen. Ich bin auch tot. Wow. Ich komme wieder zu dir rüber gereist, ja? Jo. Weißt du ungefähr, wo du gestorben bist? Ein Tucken weiter hinten als du. Der war dann nämlich da oben auf der Plattform. Ich war gerade am Hochfliegen, da hat der mir voll eine übergebraten. Dahin. Und teleportieren wir uns mal wieder zum Domme. Wollen wir es dann gleich nochmal versuchen oder eher nicht? Wir können ja eine andere davon machen. Eine andere davon? Ja, also nicht die Fähre, sondern da gibt es ja noch ein paar von denen. Achso, ich dachte, wir machen die Fähre jetzt nochmal. Wir versuchen die einfach mal. Was ich jetzt gesagt hätte, können dass wir vielleicht, bevor wir bei dem Typen da sind... Ich würde einfach in der Luft die ganze Zeit schweben. Genau, dass wir in der Luft schweben. Und unsere Tiere... Oh scheiße, ich weiß nicht mal, wie ich gelaufen bin. Ich würde mich mal kurz mal um die Härte vor meiner Base kümmern. Wo waren wir denn mit den Tieren? Oder kann ich dir vielleicht zeigen? Oh, ich bin jetzt hier irgendwie hier unten am Wasser. Du weißt halt gerade nicht, wo du genau bist. Das ist... Ich bin hier einfach nur den Hang wieder runter. Bist du an dem Wasser unten? Ja. Da müsste es dann sein. Also so richtig am Wasser bin ich nicht, ich bin ja so zwischen beim Bronto. Bronto Kano. Sehr nett. Warte mal, ich flieg mal hoch. Kannst du zur Base nochmal kommen? Ist glaube ich ein bisschen einfacher. Ja, bin gleich bei der Base. Oder stehe jetzt. Ich bin bei so einem See vor meiner Base. Also ich sehe dann Rex. Ich bin bei deinem T-Rex. Ja, ich bin, bleib stehen. Ich bin irgendwie hinter links, rechts, neben dir, irgendwo da. Links neben dir. Hast du mich? Nein, du bist wieder eine Ameise. Keine Ahnung, wo du bist. Ich bin über dir. Was? Mich jetzt? Hä, wo? Ich bin. Du guckst gerade. Jetzt guckst du wieder weg von mir. Ich guck da oben. Bleib stehen. Ja, dann beweg dich doch nicht die ganze Zeit. Lande einfach. Da. Oh Gott. Ameisendomme.
Dumme! Ich weiß nicht, irgendwo die Ding ist. Ich bin jetzt einfach nur geradeaus nach oben. Geradeaus nach oben. Ich fliege auch nach oben. Du fliegst auch gleichzeitig nach vorne. Stopp, stopp, nicht höher, nicht höher, nicht höher. Nicht höher. Ich bin wieder viel zu hoch. Wohin? Ja, nicht dahin, wo du gerade hinboostest. Ja, keine Ahnung. Hallo, Oma? Ich drehe den Rücken in die andere Richtung und die fliegt rückwärts. Stopp. Da ist ein See. Ja, das kleine Wasser da, der, ja, ja. Genau. Und hier stand mein Rex. Wo du danach hin bist, kann ich dir nicht sagen. Eigentlich nur noch hier oben. Ich weiß nicht, wo hier oben ist, ich sehe dich nicht. Am Wasser. Ich bin der Meinung, war das irgendwo. Aber ich der ist aber nicht gestorben, oder? Nein, da oben. Ich sehe meinen Strahl. Bei den Skorpionen hier. Hallo? Hä? Ich drück gar nichts mehr. Die rennt weiter. Ja, ab und zu ist die, ist das ein bisschen buggy. Katze, Ruhe. So, hier ist meine Leiche, aber mein Tier ist nicht mehr da. Doch, ich stehe. Ach, das genau steht da, genau, so steht da. Ja, tatsächlich. Siehst du, ist nicht tot. Und wenn, ich hab neues Weibchen, schöneres. Alter Schwede. Geh mal kurz in die Bells. Ich will jetzt mal gucken, ob jetzt wirklich die Schneeeule mehr heilen. Doch, das geht irgendwie. Das hat vorhin nur länger gebraucht. Die brauchen nicht, das braucht ein bisschen. Und dann werde ich nämlich mit der Schneeeule fliegen und die ganze Zeit heilen. Okay. Was wollt ihr? So schnell ist ein Schneebein tot. Dann kommen sie, dann kommen sie. Mr. Schneeeule. Ich hätte beinahe meine Dampfe runtergeschmissen. Was? Ich hätte beinahe meine Dampfe vom Tisch runtergeschmissen. Weg damit! Adieu! Oh ja. Ich stehe hier, ich warte gerade auf dich. Mein Qual braucht ein bisschen HP. Dein was? Meine Qual braucht ein bisschen HP. Ach so. Aber vielleicht, ja. Ein bisschen zu qualen. Ein bisschen zu quälen für Qual. Die hat Qualen bekommen. Die hat richtige Qualen bekommen. Ja, die hat Qualen erlitten. Ja gut, ich würde aber die Folge an dieser Stelle... Huch,
beenden. Wir packen die Alpha-Aufgabe doch in eine separate Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.